Ja, Freunde, neue Hardware, neues Glück, aber warum ich trotzdem so entnervt bin, das seht ihr denn gleich. Und während hier Clash of Clans gerade im Hintergrund startet, heiße ich euch herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatute, beim Clan True Warriors. Ja, ihr seht selber, ich habe investiert in neue Hardware, aber ihr seht, weshalb ich sicherlich genervt bin. Diese schwarzen Ränder hier rechts und links, die nerven mich sowas von ab. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr das jetzt auch als nervig empfindet oder ich kann es nicht anders hinskalieren. Wenn ich es wieder anders skaliere, dann ist das wieder so breit auseinandergezogen. Das wollte ich ja nicht mehr, denn dieses ist 1 zu 1 mein Tablet-Bild, was ihr hier seht. Und ich weiß auch nicht, ob das ein Android-Problem ist. Ich habe mir jetzt eins besorgt, was auch wieder ein HDMI-Out hat, was auch wieder ein, was wieder ordentlich RAM hat, ordentlich Speicher hat, ein Quad-Core hat und ein schönes IPS-Display in Full HD. Aber hier in OBS kriege ich es einfach nicht so skaliert. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es an OBS liegt. Denn eigentlich skaliert das Tablet hier sehr, sehr gut. Denn ich kriege auch Clash Royale hier mit jetzt mittlerweile dann auch super aufgenommen. Weil der, wenn der sich hoch kann, stellt hier, dann kriege ich das ganz gut ins Bild. Aber wir gucken uns den letzten CK einmal an hier gegen Imperium M. Das war ja schon kein schlechter Clan, muss man dazu sagen. Und zwar hatten die Jungs satte 337 oder 36 Siege, jetzt haben sie 337 Siege auf dem Konto und die waren wirklich, wirklich stark. Ihr seht das hier, ne, wenn ihr hier nach links oben schaut, dann der King Arthur hier ist vom 7. gedreiert worden. Also das ist schon richtig, richtig krass. Und wir haben uns ganz schwer getan diesmal in dem CK hier. Und ihr seht das hier unten, wir haben sogar eine 9er Base auflassen müssen. Eine 9er Base, ich habe die auch nicht geschafft, aus welchem Grund auch immer. Aber wir gucken mal, wie sich der Jennek hier geschlagen hat auf die letzte Base hier. Ja, also hier seht ihr mal, wie stark der Gegner auch im RH9-Bereich war. Da haben die uns nämlich völlig überlaufen und wir hatten wirklich null Chance an der Stelle. Ja, ach, da kommt er hier oben mit dem Queen Walk. Ja, so war das. Okay, dann hat er noch eine ganze Menge Hogs mit drin. Also ich kann das Gerät hier, glaube ich, gut bedienen auch. Im Fall, worauf es mir eigentlich ankommt, ist, wenn ich meine Aufnahmen mache, viele mache ich ja nach wie vor am PC, dann habe ich die Skalierungsproblem gar nicht. Aber wenn ich mal live was machen möchte, ja, da geht das natürlich an so einem Tablet hier, was richtig gut funktioniert, was gut rein skaliert und wo es auch über die HDMI-Schnittstelle vor allen Dingen so gut wie gar nicht ruckelt. Im Wireless LAN hier zickt es immer noch hier im Haus. Mein PC ist ja mit Kabel verbunden. Deswegen gibt es da nie Übertragungsprobleme, aber hier glaube ich, war das ein guter Angriff vom Jennek? Und ab und zu schaue ich jetzt natürlich so ein bisschen Richtung Tablet. Aber ich gucke natürlich auch ab und zu mal wieder in die Kamera oder in deren Richtung. Das ist dann halt so. Ihr könnt mir bitte in die Kommentare schreiben, ob euch das stört. Ich meine, ich kann hier jetzt, wir können das mal gerade machen. Das ist ja auch immer ganz witzig. Ich habe hier schon so ein bisschen vor lauter Verzweiflung hier jetzt meinen Hogrider mit ins Bild gebracht. Natürlich kann man hier rechts und links irgendwas reinbringen, was dann an der Stelle ganz nett aussieht, aber es ist ja letztendlich nur für die Live-Geschichten und trotzdem in meinen Streams wird das auch nicht stören, denn dort skaliere ich das sowieso etwas anders in die Ecken rein, weil ich dort mein Facecam-Bild ja noch ein bisschen anders reinbringe oder vielleicht auch mal so wie jetzt hier im Overlay, so dass man rechts und links keine Ahnung irgendwas hat. Man kann es ja irgendwie füllen mit einer Farbe, mit einem Hintergrundbild. Da ich lass mir da was einfallen. Also wenn euch die Qualität hier auf jeden Fall schmeckt, dann wäre das jetzt kein Grund, dieses Gerät wieder zurückzugeben, um mich auf ein neues Gerät zu stürzen. Denn ich muss schon ein Gerät haben. Also die Elgato mit Wireless LAN über ein Google Chromecast. Das ist hier grenzwertig, weil das läuft alles über Wireless LAN und da ruckelt es und zuckelt es eigentlich immer. Und hier denke ich mal, über HDMI kommt das wirklich gut rüber. Ich kann das so ein bisschen reinscrollen auch und vor allen Dingen kann ich super angreifen so. Und da ich euch vermehrt so ein paar Live-Sachen zeigen will, vor allen Dingen wenn ich farme, Taktiken mache oder auch meine Angriffe machen im CK, auch während des Streams kann ich hier super drauf wechseln, kann das rein- und rausziehen hier.
Und dann sehen wir hier sicherlich hoffentlich recht leckfreie Videos, denn das letzte, was ich gemacht habe, das ist nämlich auch zwar über den Google Chromecast mit meinem Handy, das skaliert komischerweise ganz ordentlich, aber es ist viel zu klein und es ruckelt dann einfach. Weil ich bin hier über 3 Stockwerke im Wireless LAN und das wird immer schwächer hier. Okay, waren aber schöne 3 Sterne hier vom, wie heißt er eigentlich? Er ist noch relativ frisch bei uns, vom Faisal. Okay, wir gucken hier weiter, was wir hier gemacht haben. Hier mussten wir schon mit 10er ran, also das sind alles 9er Bases hier. Die mussten unsere 10er machen, denn die waren wirklich, wirklich bockschwer für unsere 9er. Vielleicht haben wir auch nicht die richtigen Taktiken benutzt, aber ich glaube, das war einfach an der Stelle nicht so, denn wir benutzen natürlich auch gute Taktiken. Es hat ja halt nicht für 3 gereicht, der Gegner hatte gute Bases hier. Ja, die ein oder andere finden wir sicherlich im nächsten CK wieder bei uns. Denn so machen das einige hier, indem sie so ein bisschen die, nicht die Bases kopieren, das will ich nicht sagen, aber so ein bisschen annehmen, kurz mal modifizieren. Also ich modifiziere meine auch immer nur so um kleine Sachen und sehen hier aber einen schönen Gohok vom FIFO auf die Nummer 20 ist es hier und ihr seht selber, also ist wirklich bockschwer gewesen. Die Bases waren echt, echt krass. Ich habe hier auf ganzer Linie versagt. Dieses Mal nehme ich mit 0 Sterne auf den RR11. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich habe gedacht, Mensch, machst du einen RR11 mit 2 Sterne, dann können unsere 11er 10er dreiern. Das war leider nicht so. Das ging so richtig nach hinten und dann habe ich auch selber auf die 24er Base nur 2 gemacht, weil ich die Truppen genommen habe, die ich gerade mal so hatte. Ich konnte auch nicht mehr wirklich umbauen. Und ja, war nicht so tragisch. Haben wir halt mal so richtig einen auf die Nuss gekriegt hier. So muss man es ja auch mal sagen. Und das war aber ein schöner 3-Stern hier. Ja, ihr seht selber, ich glaube, das kann ich in jedem Fall so beibehalten. Also ich muss sagen, vom Bild, vom Ton und auch vom Handling her würde ich es gerne behalten. Mit den Rändern rechts und links, da lasse ich mir was einfallen, gar keine Frage. Und das kann ich so beibehalten. Wenn jemand etwas weiß, der mir sagt, pass auf, OBS skaliert mit dem und dem Gerät richtig, also es sollte auch ein Quad-Core haben, es sollte ein Android-Betriebssystem haben und eine HDMI-Schnittstelle optimalerweise, dann kann das mir gerne in die Kommentare posten. Wenn es denn nicht so super teuer ist, denn dieses Gerät hier, muss ich dazu sagen, ist natürlich auch handelsüblich, ist, weiß ich nicht, um die 200 Euro liegend. Also alles im Bereich des Machbaren. Und ich war zwar oder bin auch bereit, da etwas mehr hinzulegen, wenn es denn passt, wenn alle meine Anforderungen erfüllt werden. Ich habe mir jetzt etliche Videos mal angeguckt von anderen Clash of Clans YouTubern, die auch dieses kleine Problem haben. Die lassen das einfach so schwarz rechts, schwarz links. Ich meine, so super breit ist der Rahmen nicht. Ich glaube, die iOS-Leute haben noch einen ganz, ganz anderen eingeschränkten Bildschirm und kämpfen da mit ganz anderen Problemen, wo sie nämlich dann sehr viel Freifläche haben, die sie irgendwie füllen. Das muss ich hier jetzt an der Stelle nicht. Das sind kleine Ränder, da kann auch ein Toto Clash rein oder vielleicht mein Facebook-Logo, Instagram-Adresse, keine Ahnung. Was auch immer, ich werde das schon irgendwie deichseln, aber ich denke mal, wenn ich hier am Tablet was mache, dann kann ich das in jedem Fall mit diesem Gerät gut machen, glaube ich. Und in den Livestreams zum Umschalten sieht das sowieso ganz anders aus, weil da mein Overlay ganz anders ist. Da kann ich mir das nach wie vor wieder schön in der Ecke legen, kann den Chat einblenden und auch wieder mit Facecam, denke ich mal, arbeiten. So wie heute mal wieder, es hat ja irgendeiner mal gefragt, wann gibt es mal wieder was mit Cam? Gibt es natürlich, das Ding ist ja immer irgendwo drauf, aber es ist halt nicht immer an. Und ich wollte sie jetzt eigentlich auch nicht anmachen, weil ich total abgenervt bin. Und das sieht man, glaube ich, auch, wenn ich so ein bisschen böse gucke. Nein, alles gut. Vielen lieben Dank übrigens nochmal für die tollen Kommentare, auch unter den Videos der letzten Folgen von mir. Also hat mich wirklich gefreut, das ist konstruktive Kritik. Und ich habe komischerweise auch gar kein Dislike mal unter einem meiner Videos gehabt. Also super, danke, dass euch das gefällt, weil manche Folgen gefallen mir selber von mir selber nicht. Ja, dann habe ich die abgedreht, habe die hochgeladen. Habe ich die nochmal geguckt und habe dann gedacht, du kannst es ja nicht nochmal drehen, denn viele Sachen, die ich ja live mache, die erlebe ich ja kein zweites Mal. Da gibt es nur ein einmal und so ist das nun mal. Aber vom Jere hier auch ein RH9
auf dieses Rathaus hier. Schöner Angriff. Wir wollen ja ein bisschen was auch im CK sehen. Und aber so wirklich so viel, viel höher hier haben wir uns gar nicht mit Dreiern retten können. Ihr seht das. Ja, also wir haben hier noch einen Dreier vom Hocke auf ein RH10 ist das diesmal. Jawohl. Den Hocke haben wir sehr häufig drin. Auch hier mal wieder mit einem Dreisterner von rechts kommend und von links kommend mit Bowler Hexenkombi. Ja, also mir gefällt das eigentlich ganz gut. Der Schweinereiter da an der Seite. Naja, grenzwertig. Ich lasse ihn jetzt drin, diese Folge. Und wir sehen hier aber einen schönen CK-Kampf, denke ich mal, von Hocke. Es hatte mir auch jemand in die Kommentare geschrieben, bitte mehr aus dem Hauptdorf zeigen. Ja, mache ich natürlich. Aber ich denke mal, dass wir mehr aus den CKs sehen werden als aus meinem Hauptdorf. Das liegt aber daran, was willst du in meinem Hauptdorf noch sehen? Wie ich Mauern mache ohne Ende, das wäre dann auch ein bisschen zu langweilig, glaube ich, an der Stelle. So, jetzt muss ich eben mal ein bisschen was wegklicken hier. So, das ist weg. Aber schöne drei Sterne hier von Hocke. Ja, wunderbar. Richtig guter Angriff hier. Zack. Sauber. So, und zu guter Letzt haben wir noch einen Dreier dabei. Auch aus dem hohen Bereich. Also auch mal echt nicht schlecht gemacht. Nämlich vom, da ist er, von Joker. Also hier oben seht ihr selber. Hier sind einige Bases auch mit zwei Sternen aufgeblieben. Okay, das sind noch die Elfer hier. Aber wir haben einfach im 10er-Bereich zu wenig zugemacht. Da hat der Gegner viel, viel mehr gemacht. Und vor allen Dingen die Dreier auf die Elfer, die taten natürlich richtig weh. Aber der Joker hier auch gleich zu Anfang mit dem Doppelsprung. Sieht man auch selten, aber das Ding bleibt ja immerhin eine knappe Minute liegen, nämlich 59 Sekunden. Kommt hier auch mit Bowler Hexen. Mal gucken, wie er sich hier durch diese Base durchwühlt. Aber das sieht noch ganz gut aus. Und jetzt können die Truppen eigentlich nur noch in die Mitte gehen hier. Und gehen hier schnurstracks dem RH entgegen. Warden ist noch nicht gezündet. Mal gucken, wann er den zündet. Ich denke mal, wenn die CB kommt. Ja, jetzt hat er ihn gezündet. Und hier spielt sich natürlich jetzt richtig, richtig was ab in der Mitte. Also das ist schon richtig krass hier, was hier abgeht. Jawohl, das ist richtig gut hier. Ja, wie gesagt, das Tap hier macht auch bis 60 Hertz hoch. Ich habe es jetzt erstmal auf 30 gelassen. Mal sehen, ob ich in 60 Hertz die nächsten Aufnahmen mal bringe. Das weiß ich noch nicht, ob ich so hoch überhaupt reingehen muss. Denn das frisst dann doch ein bisschen mehr an Leistung und auch an Kapazität. Das Ganze frisst sowieso ein bisschen mehr an Leistung. Sobald ich hier den HDMI-Stecker drin habe, geht hier so ein ganz kleines bisschen die Performance runter. Nicht viel, aber etwas. Und aber ich denke mal, wir sehen das nach wie vor hier, glaube ich, noch ganz gut. Und solange wie ich jetzt nicht am PC drehe, das war jetzt mal tatsächlich eine volle Folge, komplett am Tablet gedreht, was auch nicht schlecht ist, denke ich mal. Aber wie gesagt, das Ganze für meine Live-Angriffe absolut ausreichend und ich kann wieder gut angreifen, denn mein altes Tablet, das hat es wirklich nicht mehr gebracht. Das hat Ladezeiten zwischen jenseits von Gut und Böse. Und manchmal habe ich auch getippt und kriegte die Zauber nicht raus, kriegte die Truppen nicht gesetzt. Dann hat das nicht mehr reagiert und ach, es ist ganz grauselig. Ich habe es jetzt auch wirklich irgendwo eingemottet. Und beim Einrichten heute natürlich hier, das hat mich auch noch mehr abgenervt, habe ich natürlich ganz schlau gesagt. Weil das ja ein neues Tablet ist hier. Ja, mach mal alle alle Apps vom anderen Tab hier drauf. Und das war da mein Fehler. Ne? Da hat er hier mal eben so einen ganzen Tag hier gedownloadet, installiert und. Denn in einigen Apps sind ja doch schon ein paar mehr Gigabyte dabei. Und auf meinem Tablet habe ich doch eine ganze Masse drauf, muss ich sagen. Ich muss jetzt auch ganz viel runterschmeißen wieder. Was ich hier nämlich alles so nicht brauche, das entdeckt man dann ja auch erstmal wieder. Und mache dann hier mal wieder so ein bisschen klar. Schiff hier, schöner 3 Stern von Joker. Und ich hatte ja gesagt, wir geben auch ein bisschen Geld aus hier für Mauern im Hauptdorf. Also seht ihr was aus dem Hauptdorf. Jetzt muss mal eben schauen, wo es hier eigentlich weitergeht. Ja, ich denke mal, die können wir hier für 3 Mille machen. Also mauermäßig geht es hier weiter. Und es geht auch hier unten im Labor so ein bisschen weiter. Denn in einem Tag, 23 Stunden, 33 Minuten, geht mein Miner auf Level 2 und ich will ihn direkt auf Level 3 bringen. Weiß mittlerweile auch, dass er 7 Millionen kostet. Das ist auch der Hammer. Ich habe ja 7,5 für diesen hier gerade bezahlt. Dann kam er das Update, jetzt ist er billiger. Kann ich nichts machen. 1,5 Millionen mal wieder verschenkt.
Und wenn euch die Folge hier trotzdem mit mir am Tablet gefallen hat, also bitte schreibt mir es in die Kommentare. Ist in Ordnung. Wir wollen ja auch was sehen. Ja, ob da jetzt rechts und links dann ein kleiner schwarzer Rand ist, das sei mal dahingestellt. Also ich weiß nicht, wo er herkommt, warum das Gerät hier nicht hochskaliert, denn ich sehe hier natürlich einen vollen Bildschirm. Und wenn ich es jetzt allerdings wieder skaliere, das könnte ich machen, dann habe ich aber wieder diese breiten Icons, das möchte ich nicht. Und ich glaube, so kommt das gut rüber. Also schreibt mir das in die Kommentare. Ich freue mich auf euch am Wochenende. Dann sehen wir uns nämlich in ähnlicher Form womöglich wieder. Ich weiß auch noch nicht wann. Bis dahin, euer Toto. Clasht.